Grüß euch bei einer neuen Ausgabe vom Umwelttaucher Equipment Check. Heute geht es um was Kleines mit sehr großem Gewicht, dem Blei. Jetzt sieht es eigentlich so aus, als wäre das ganze Tauchzeug so schwer genug, dass man untergeht. Dem ist aber leider nicht so. Blei ist zum Beschweren für einen Taucher das optimale Material, weil es eine Materialdichte von 11,3 Gramm pro Kubikzentimeter hat. Das bedeutet, dass dieses kleine Stück Blei bereits 2 Kilo hat und somit muss ein Taucher nicht recht viel Blei mitnehmen, dass er runtergeht. In den meisten Tarier-Jackets wird das Blei in einer Bleitasche verstaut. Macht man auf und dann kommt das Blei da rein. Genau. Man macht die Bleitasche auf, gibt da das Blei rein, macht es wieder zu und die Bleitasche wird dann im Jacket verstaut. Zusätzlich gibt es auch noch die Variante, dass man das Blei auf einen Bleigurt fädelt und dann sich um die Hüfte schnallt. Für einen Taucher ist es wichtig, darauf zu schauen, dass er weder zu viel noch zu wenig Blei mit hat. Oder zu viel Blei mit, hat man dann einen Grundeltauchgang. Hat man zu wenig Blei, wird es ein Schnorcheltauchgang. Bleigewichte gibt es auch wieder in jede Menge unterschiedlichen Orten und Größen. Manche sind roh, es gibt dann welche, die sind gummiummantelt, es gibt dann noch Softblei und noch einige andere. Soviel zum Thema, wie man einen Taucher ordentlich versenken kann. Das war's dann natürlich heute schon wieder für einen Equipment-Check. Keine Sorge, ein paar Ausrüstungsgegenstände haben wir noch für euch, gibt es dann die nächsten beiden Monate. Bleibt dran und bis bald, eure Umwelttaucher.